herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar ist es mal ein Thema, was etwas ungewöhnlich ist, denn eigentlich muss ich gefühlt 15 Jahre zurückreisen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt hingehe. Und zwar gehe ich am Wochenende wieder auf eine private LAN. Das ist vielleicht für den einen oder anderen irgendwie was Normales. Ich, wie gesagt, war seit ich 17 war. Seit, ja, 14, 15 Jahren auf keiner LAN-Party mehr. Und eine gute Freundin hat mich gefragt, ob ich da mal wieder Lust drauf habe. Und da dachte ich mir, ja klar, cool. Jetzt hatte ich dahingehend aber ein Problem. Mittlerweile mein PC mit Wasserkühlung und allem drum und dran ist furchtbar schwer. Und total nervig. Ich habe gar keinen Bock mehr, den ganzen Scheiß rumzutragen. Weil, keine Ahnung, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin der größte Star Wars-Fan der Welt. Und ja, ich bin bequem geworden. Ich bin bequemer geworden. Wenn ich daran denke, mit 16, wie das damals war, dass man da mit Sack und Pack, Rechner, Monitor, und damals hatte man keinen schönen flachen Monitor, an alle jungen Menschen da draußen, damals hatte man noch so eine scheiß Röhre. Und die war am besten aber auch schon möglichst groß, dass man ja auch großen Bildschirm hat. Also hat man einen Mordsdrum geschleppt. Und da ich auf alles keinen Bock mehr habe, habe ich dank meinem neuen Partner, in dem Fall, das ist Werbung, ein etwas cooles Ding bekommen. Und zwar haben dieses grüne, das ist eigentlich eine grüne Schrift, aber dank Greenscreen seht ihr das jetzt hier durchsichtig, ein XMG-Paket zu mir nach Hause. Denn XMG ist mein neuer Partner. Und zwar kennt man den vom Thema Laptop-Bereich. Und dann habe ich dieses feine Ding jetzt für diese LAN bekommen, da wo ich mal endlich so einen richtig, mal einen schönen Gaming-Laptop testen kann, auf den ich sehr gespannt bin. Zur LAN selber werde ich wahrscheinlich nicht großartig ein Video vor Ort machen. Das heißt, wer das miterleben will, sollte mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung, denn ich werde auf jeden Fall von der LAN die ein oder andere Insta-Story und auch den Insta-Post machen. Ich freue mich sehr drauf. Es wird so eine kleine LAN mit 4, 5, 6 Leuten. Und mal mit Laptop easy, schön arbeitend dann da zocken können. Gezockt, wissen wir noch gar nicht, was so großartig passieren wird. Ich glaube mal Counter-Strike ist geplant. Rocket League habe ich noch so im Kopf. Age of Empires. Warcraft. Und ansonsten müssen wir mal gucken. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch selber sehr hyped, weil, wie gesagt, diese LAN-Zeit ist schon lang her. Ich weiß jetzt schon, wir werden abends Pizza essen. Wir werden, ich werde ganz viel Red Bull mitnehmen. Vielleicht eine gute alte 5-Minuten-Terrine. Bin ich auch gespannt, ob ich da vielleicht eine einfach der Nostalgie halber mitnehme. Und wenig schlafen. Das wird der Plan sein. An der Stelle würde mich interessieren, wann war denn eure letzte LAN-Party? Und was habt ihr denn vielleicht Cooles erlebt? Das würde mich mal interessieren. Ansonsten, wie gesagt, wer interessiert ist, Twitter und Instagram folgen. Am Wochenende geht's dahin. Am Samstag, den 25. ist es schon. Ist es der 25.? Donnerstag? Ne, 26. ist der Samstag. My bad, 26. Dementsprechend, ich freue mich, bin sehr gespannt. Ich werde natürlich auch dann im Stream auf Twitch berichten, wie es war. Und ja, ich sag's gerne nochmal, ich bin sehr gespannt, wie das ist mit Laptop mal zu zocken und zu allem. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mein letzter Laptop ist alt. Ich glaube 5, 6 Jahre, der kann gar nichts. Mit dem geht gar nichts. Und das ist halt ein wirklicher Gaming-Laptop. Aber auch dazu werde ich euch dann nochmal ein genaueres Video dann zukünftig bringen, dass ihr mal seht, okay, was ist da gerade überhaupt möglich? Weil ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen zu überlegen und zu agieren, wie das wohl mit so einem Laptop ist. Ich habe aber jetzt schon mal testweise ein bisschen was gemacht und ich bin selber sehr, sehr beeindruckt, wie das Ding funktioniert und was es alles kann. Ja, an der Stelle sage ich vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr seid dabei und ja, wie gesagt, eure Meinung zum Thema LAN, coole Erfahrung, egal was ihr gerade habt, einfach rein in die Kommentare und ich lese es gern. Also, macht es gut und bis bald beim nächsten Gaming-Video.